Das Haustierradio präsentiert myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr berichten wir hier auf dem Haustierradio über alles Interessante aus dem Bereich Aquaristik. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe und heute geht es um das Thema Nano Aquaristik AG an der Gesamtschule Hückelhofen und dazu haben wir am Telefon Benjamin Fork. Hallo Benni. Hallo, schönen guten Tag. Benni, erzähl doch erstmal ein bisschen was über dich, bevor wir jetzt direkt in die AG einsteigen. Was hast du so mit Aquarien zu tun? Ja, ich habe selbst einige Aquarien hier zu Hause und halte ausschließlich Wirbellose, also nur Garnelen. Ich hatte auch mal CPO-Krebse und das ist so querbeet. Ich habe Blue Balls, Blue Shadow Mosura, Red Shadow Mosura, Pintos, und aber auch ganz normale, in Anführungsstrichen, Taiwaner oder die heißen ja jetzt Shadow Bees. Ne? Muss man ja aufpassen, was man heute sagt. Und habe selber angefangen, ganz klassisch, mit der Red Fire Garnele. Benjamin, damit sich die Hörer ein bisschen ein Bild von dir machen können, darf ich fragen, wie alt du bist? Ja, ich bin 31 Jahre alt und habe braune Haare, 1,82. Ich glaube, das reicht. Ich glaube, das reicht auch. Nach der Schuhgröße fragen wir jetzt nicht. Das heißt, du bist jetzt nicht mehr Schüler der Gesamtschule Hückelhofen, sondern Lehrer. Ist das richtig? Ja, das ist korrekt. Ich bin an der Schule seit dem Sommer 2012. Gut, dann erzähl doch mal, wie hat alles das denn angefangen mit dieser Nano-Aquaristik AG, die, glaube ich, soweit ich weiß, bundesweit einzigartig ist, oder? Ja, die ist auf jeden Fall bundesweit einzigartig. Klar, ich google also bestimmt einmal wöchentlich. Aber da komme ich nochmal gleich drauf zurück. Es angefangen hat das bei mir im Referendariat an meiner vorherigen Schule. Da bin ich über die Examensarbeit, die man da so als Referendar schreiben muss, ja, in die Langeweile geraten und auch, wenn die Examensarbeit spannend war. Aber irgendwie musste ich noch ein Nebenprojekt haben. Und dann kam ich auf die Idee, ein Aquarium einzurichten. Da bin dann an die Red Fire geraten und ja, ne, total klasse. Ich war also extrem begeistert und relativ kurz danach hatte ich dann mein Aquarium neben dem Schreibtisch stehen und konnte die Arbeit einfach runterschreiben und zum Entspannen immer reingucken. Also klasse. Und dann war für mich eigentlich klar, sowas gehört in Schule. Wir hatten ein Schulaquarium an der alten Schule, was aber nicht mehr in Betrieb war. Da wurde zwar immer wieder mal von gesprochen. Und das hatte ich dann vorgeschlagen. Da wurde ich ja schon so ein bisschen ausgelacht. Nee, das gehört aufs Brötchen und hauen sie ab mit ihren Garnelen. Das ist alles Quatsch. Fand ich sehr schade, hat mich aber nicht demotiviert. Im Gegenteil, an der neuen Schule, da ist auch wieder etwas Zeit dazwischen gewesen. Habe ich gedacht, versuchst du nochmal neu mit den Garnelen hier anzukommen. Und da hat man auch eher stutzig geguckt. Ja? Und dann habe ich mal ein paar Bilder gezeigt von den Red Bees. Unser Schulleiter ist Fan vom FC Köln, zu meinem Leidwesen. Ich bin Fan vom Borussia Mönchengladbach. Aber als er dieses Rot-Weiße gesehen hat, hat er gesagt, alles klar, leg los. Hat natürlich auch gesagt, hör mal, Krabbencocktail ist aber angenehmer. Aber ich durfte loslegen und ich habe sehr viel Unterstützung bekommen, auch von der gesamten Schulleitung halt. Und wir haben einen Raum zur Verfügung gestellt bekommen, versicherungstechnisch war es alles kein Problem. Ich konnte im Namen der Schule Firmen anschreiben, also es war wirklich alles da. Und die Kinder haben das sofort super gut angenommen. Also wir hatten im ersten Jahr 76 Anmeldungen und das ist schon eine ganze Menge. Wir haben aber da nur so 20, 25 Kinder dann in der AG gehabt. Und dann hat sich relativ zügig gezeigt, dass da unheimlich viel Potenzial drin steckt in dieser AG. Ich habe das Konzept gemeinsam im Kollegium dann nach und nach angepasst an unser pädagogisches Leitbild an der Schule und nach wie vor eine fantastische Unterstützung bekommen. Benni, kannst du uns denn kurz erklären, wie diese AG, was ja Arbeitsgemeinschaft heißt, organisiert ist? Ja, die ist ganz klassisch organisiert. Wir treffen uns immer in der AG-Zeit, das ist immer mittwochs, von 13.05 Uhr bis 15.20 Uhr. Und wir treffen uns halt an den Aquarien eigentlich fast jede große Pause. Beziehungsweise alle Schülerinnen und Schüler haben sowieso jede Pause Zugang dazu. Im gleichen Raum findet parallel das gesunde Frühstück frech statt.
was es bei uns neu an der Schule gibt seit diesem Schuljahr. Und da wird immer viel gemacht, der Futterplan, also wir haben da ein Konzept, aber da kann ich ja gleich nochmal was genau zu sagen. Also wie gesagt, wir treffen uns jede Woche, es sind immer 30 Kids, organisiert wird es halt halbjährlich meine ich. Da gibt es eine Anmeldung und diese Anmeldephase, man muss bei uns 3 Wünsche abgeben. Die beliebteste AG ist die Nano AG, neben der Fußball AG. Und da muss man Glück haben, ne? Da muss man reingelost werden. Ein paar Profis behalte ich mir vor, die bleiben in der AG, weil wir halt auch immer Leute brauchen, die Neuen anlernen. Das kann ich also gar nicht alleine bewältigen. Da sind ja unheimlich viele Fragen. Profis ist ein gutes Stichwort. Was machen die Schülerinnen und Schüler denn jetzt wirklich in dieser AG? Welche Aufgaben haben sie direkt an den Aquarien? Also die Kinder arbeiten bei uns in der Schule nach dem kooperativen Unterrichtsprinzip, wir Lehrer natürlich auch. Und das haben wir auch dann vollends in der AG übernommen. Wir haben unterschiedliche Teams, zum Beispiel Technik und Pflege. Wir haben mehrere Kunstteams, also ein digitales Künstlerteam, welche die an 3D-Grafiken arbeiten, am Garnelen-Comic. Und dann haben wir auch das Team der Technik und Pflege. Die kümmern sich halt wirklich um die Technik, zum Beispiel Luftschläuche neu verlegen. Funktioniert alles mit den Pumpen, Filter, Reinigung, Filterüberprüfung etc. Die kümmern sich natürlich auch um die Tiere, wenn es irgendwie einen Ernstfall gibt, um die Tiere selbst, aber kümmern sich jetzt unsere Beckenpaten. Also jedes Kind ist auch hauptverantwortlich neben der einzelnen Projektgruppe für eines der Becken. Das konnten die sich aussuchen. Das ging Gott sei Dank relativ gut auf. Natürlich hier und da mussten sie ein bisschen Schnickschnack-Nuck spielen. Ne? An die Pintos, da wollen natürlich immer alle ran. Aber das ging letztendlich, wie gesagt, gut aus. Das Coole ist, Profis, die AG, wie gesagt, halbjährlich wird bei uns an der Schule neu gewählt. Ich behalte mir vor, immer wieder ein paar Ältere da zu behalten in der AG, die neuen Kids anlernen. Das ist halt auch Bestandteil dieses kooperativen Unterrichtsprinzips, dass die Schülerinnen und Schüler sich gegenseitig helfen, beziehungsweise gemeinsam halt an Lösungen arbeiten. Und das kommt mir natürlich sehr gelegen. Ich kann dann wirklich hier und da häufig nur in beratender Funktion agieren und die Kids verwalten sich halt sehr, sehr, sehr eigenständig in der AG. Das überträgt sich natürlich auch auf andere schulische und private Belange der Schülerinnen und Schüler. Die Profis, wie gesagt, das sind halt Schüler, die schon etwas länger dabei sind. Das sind auch alles Schülerinnen und Schüler, die eigene Aquarien mittlerweile zu Hause haben. Wir haben auch schon, mittlerweile sind es 4, die eigene Taiwaner, in Klammern Shadow Bees, zu Hause halten, also Blue Balls und King Kongs und Pandas, die haben sie auch bei uns alle in der AG bekommen. Da bin ich ganz, ganz stolz drauf, so auch irgendwo ein Stück weit persönlich, dass die so fit sind mittlerweile und nicht nur jetzt, ich sag mal, was heißt nur, Neocaridina zu Hause halten können. Das Motto der AG ist ja Garnelen machen Schule. Kannst du uns das ein bisschen genauer erklären? Ja, Garnelen machen Schule, das ist unser Motto. Da steckt eine ganze Menge drin. Die Schülerinnen und Schüler müssen Verantwortung übernehmen für Lebewesen. Das ist gar nicht mal so selbstverständlich. Und Garnelen, wie wir alle wissen, die vermehren sich ja, wenn man es gut macht, relativ schnell. Das ist eine ganze Menge Verantwortung, die da übernommen werden muss. Spaß beiseite. Ja, es ist eine sehr naturwissenschaftlich-künstlerische AG, also das sind auch die Schwerpunkte unserer Schule. Und das Gute ist, egal welche Lernvoraussetzungen ein Kind mitbringt, in der Nano-Aquaristik AG haben wirklich alle Erfolg. Es gibt viele kleine Projekte, wie gesagt, die arbeiten in unterschiedlichen Teams. Sie dürfen sich das frei aussuchen, in welchem Team, in welchem Projekt sie mitmachen möchten. Da bleiben sie dann aber auch ein halbes Jahr dabei. Und insgesamt sind diese vielen kleinen Dinge, wir arbeiten ja alle an einem Ziel, ne? Dass unsere AG, unsere Zwischenziele, die wir so haben, Meilensteine nenne ich die immer, dass wir die erreichen. Und das klappt auch eigentlich immer. Und das ist es, was die Kids motiviert. Das schweißt doch zusammen. Wir haben Kinder von 10 bis 14 Jahren in der AG, die arbeiten sehr freundschaftlich untereinander. Und dieser Erfolg, den die innerhalb der AG haben, mit den Tieren, mit ihren einzelnen Projekten, der überträgt sich und zwar nicht nur auf schulische Leistungen, sondern auch auf soziale Kompetenzen. Also das ist nicht selbstverständlich.
deshalb kommt dieser AG unheimlich gut an. Also, ja, starke Schülerinnen und Schüler können sich hier voll ausleben, ne? Zum Beispiel Mendelsche Regeln. Ja, wann kann denn mal ein Sechstklässler sich damit befassen? Und das auch noch live im Beckensee. Das geht eigentlich gar nicht. Also die werden bei uns ganz klar gefördert. Oder englischsprachiger Schriftverkehr mit E-Mails, da können auch 6-7-Klässler an, das ist auch nicht selbstverständlich. Ja. Und Schüler, die vielleicht hier und da etwas schwächer sind, die haben genauso einen Erfolg, ja, weil sie dann vielleicht etwas einfachere Tätigkeiten überlegen und Beckenpflege, ja mein Gott, das ist gleich, ja, ob stark oder ein wenig schwächer, da haben alle zusammen die gleiche Arbeit, den gleichen Job und den gleichen Erfolg. Viele Kompetenzen werden noch unbewusst gefördert. Ne? Ich habe gerade gesagt, englischer Schriftverkehr. Klar, da wird uns auch geholfen, hier und da von den Englischlehrern, ist ja klar. Aber es motiviert natürlich ungemein für den Englischunterricht. Kids, die an unserer AG-Zeitung arbeiten, die fördern natürlich über Sprachkompetenzen. Über Kunst, klar, wir haben viele Kunstprojekte. Ja, da wird der ein oder andere Grobmotoriker durch das Malen von Garnelen doch noch zum großen Künstler. Also das deckt sich total ab. Und klar, Naturwissenschaften, ne, durch die Nano-AG an sich können wir ungemein auch für den naturwissenschaftlichen Unterricht an unserer Schule motivieren. Und umgekehrt, auch wenn meine Klasse, die 6B hier und da dann die Augen verdreht, natürlich, bin auch Mathelehrer, baue ich die Garnelen gerne mal in Textaufgaben ein. Und naja, dann haben wir auf jeden Fall auch immer irgendwo ein bisschen was zu lachen. Die Aquaristik gilt ja doch landesweit, weltweit, vielleicht weiß ich nicht, doch eher noch immer als Altherrenhobby und hat ja nicht so den Flair des Modernen. Wenn ich an meine Schulzeit denke, die je nach Schule jetzt 20 bis 30 Jahre zurück ist, würde ich wahrscheinlich auch sagen, hatten die Schüler, die Aquarien hatten, waren dann vielleicht doch eher die, na, damals sagte man Streber. Ist das denn bei euch so völlig anders? Weil wenn sich da alle drum bewerben, das scheint bei euch ja cool und innen und modern zu sein. Ja, also ganz klar. Ich muss dem widersprechen. Aquaristik ist überhaupt nichts, was altmodisch ist oder altbacken. Es kommt drauf an, wie man es angeht. Garnelen haben halt, wie gesagt, dieses riesige Potenzial. Punkt eins, die sind total bunt. Ne? Die gibt es in allen möglichen Farben. Garnelen verbreiten eine tierische Action im Aquarium selber. Die haben jetzt, wenn man sich da hier und da etwas näher mit beschäftigt, auch gar nicht die allzu großen Haltungsanforderungen. Also man kann relativ zügig große Erfolge haben. Also das ist einfach schon mal etwas, was von vornherein unheimlich motivierend ist. Der Nachwuchs, der ist nach ein paar Wochen schon im Becken zu sehen, da sind die Eier geschlüpft. Also das ist halt auch was Kinder und Jugendliche halt haben müssen, ne? Klar, in einer mediatisierten Gesellschaft, wie es halt heute ist, ich sag mal, ne, alle sind irgendwie dauer online und alles läuft noch über soziale Netzwerke, klar, dann ist es schwer, vielleicht im ersten Moment Kinder und Jugendliche für so etwas zu begeistern. Ne. Klar, wenn es eine PlayStation AG geben würde, bin ich ganz ehrlich, ja, dann hätte ich die Aquaristik AG mit Sicherheit etwas schwieriger. Aber wenn man den Kids einmal gezeigt hat, wie es geht, wenn man die, und das muss man sprichwörtlich, man muss die echt zu Hause abholen, dann sind die genauso begeistert wie vor 10 Jahren, wie vor 20 Jahren oder vor 100 Jahren. Die Faszination Aquaristik, die ist nach wie vor riesengroß. Man muss es nur einfach machen. Und ich selber bin ja gar nicht wirklich lange dabei, schon 4 Jahre oder so sind es jetzt. Und ich habe mich halt selber irgendwie fasziniert und motiviert und ich muss den Funken gar nicht groß anzünden. Sobald die Kids die Garnelen sehen, sind die Augen einfach groß. Die funkeln. Ja, man muss es halt machen. Was vielleicht ein Punkt ist, Garnelen sind halt irgendwo was Neues oder Wirbellose. Ich sag mal, ohne dass ich da jemandem zu nahe treten möchte, aber ja, so ein Diskusfisch oder ein Wels, der hat mich persönlich auch noch nicht so vom Hocker gehauen. Ne? Aber bei Garnelen sieht die Sache einfach komplett anders aus, oder Krebs? Aber da gebe ich dir recht, das ist Geschmackssache. Wer ist besser, Heino oder Metallica? Das dürfen wir nicht entscheiden. Was mich aber nochmal interessiert... Genau, das ist absolut Geschmackssache. Eben. Wie gesagt, ich will da auch keinem zu nahe treten, habe ich auch gesagt. Aber ich stelle so halt fest, einige Jugendliche bei uns, die kamen in die AG und die haben gesagt, ja, ich hatte mal Fische.
So, wie gesagt, nichts gegen Fische, ne? Aber jetzt sind die wieder voll dran. Und die Beckenvermehrung, die ist gigantisch. Also wir haben ein paar, haben mittlerweile jetzt das dritte Becken laufen, also Aquarium laufen, und das ist halt echt Wahnsinn. Dieses Feedback, diese Rückmeldung bekomme ich halt bei anderen Aquaristikbewohnern nicht so. Den zweiten Teil dieses spannenden Interviews hören Sie am nächsten Donnerstag in der Sendung My Fish.